Hallo zusammen, mein Name ist Melanie vom WWF Deutschland. Ich habe heute ein super Video gesehen von einem unserer YouTube-Supporter, Simon Unge, mit dem Titel Milch ist Gift. Er geht aber der Frage nach, ob Milch giftig ist für uns, für unseren Körper. Und er hat damit eine total wichtige Diskussion angestoßen, wie ich finde. Es gibt sehr viele Kommentare auf YouTube, ganz viele Tweets dazu. Ist ein Thema, das uns auch am Herzen liegt. Und deshalb habe ich jetzt ein paar Fragen für unseren Landwirtschaftsexperten Markus Wolter mitgebracht. Lieber Markus, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich habe gleich eine erste Frage für dich. Ist Milch tatsächlich giftig? Kann man das so sagen? Milch als Lebensmittel ist eigentlich, soweit wir die Informationen darüber haben, nicht giftig. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung, die empfiehlt 2 Scheiben Käse und 1 Glas Milch am Tag und das kann man bedenkenlos verzehren. Wir sind ja aber keine Ernährungsorganisation, sondern eine Umweltschutzorganisation und da kommen wir dann ins Spiel. Bei der Erzeugung von Milch gibt es durchaus Unterschiede und da kann Milch dann durchaus sehr umweltschädlich bis giftig wirken. Okay, das heißt, Milch kann unter bestimmten Umständen giftig für die Umwelt sein, aber was sind das denn für schädliche Auswirkungen? Und es ist dann eben nicht die Milch, die umweltschädlich ist, sondern die Erzeugung der Futtermittel, die die Kuh dann frisst. Mhm. Die Kuh frisst zum Beispiel Getreide und um dieses Getreide zu erzeugen, werden chemisch-synthetische Pestizide auf den Feldern angewendet, die für den Verlust der Artenvielfalt mitverantwortlich sind. Oder Kühe fressen auch Soja, das aus Südamerika stammt und dafür werden Wälder abgeholzt. Und das ist dann sehr umweltschädlich. Und bei der Bioproduktion oder auf Biohöfen ist das nicht der Fall? Bei der Bioproduktion ist das viel umweltfreundlicher. Da wird viel mehr vom eigenen Hof genommen. Das heißt, es wird nicht so viel von außen eingekauft und schon gar kein Soja aus Südamerika eingekauft. Es darf nicht gentechnisch verändert sein, es dürfen keine chemisch-synthetischen Pestizide eingesetzt werden und eben auch kein Mineraldünger. Und das macht die Umweltbilanz von Biomilch auf jeden Fall viel, viel besser und ist besser für die Artenvielfalt. Und was sagst du zu Milchalternativen, zum Beispiel Haferdrinks, die es im Supermarkt zu kaufen gibt? Ja, da gibt es ja mittlerweile leckere Alternativen aus Dinkel, Hafer, Buchweizen oder Hirse, die es auch in Bio-Qualität gibt und zum Teil hier auch aus Deutschland stammen. Und die, wer das aus ethisch-moralischen oder gesundheitlichen Gründen lieber mag, dem ist natürlich das auch sehr gerne empfohlen. Okay, vielen Dank für die Beantwortung der Fragen. Ich halte mal zusammenfassend fest, wenn ihr Milchprodukte trinken, essen wollt, dann auf jeden Fall lieber Bio als Produkte aus konventioneller Produktion. Ob ihr das aus gesundheitlichen oder ethisch-moralischen Gründen für euch oder mit euch vereinbaren könnt, Milchprodukte zu konsumieren, das bleibt natürlich euch überlassen. Aber trotzdem, vielen Dank, dass du Licht ins Dunkel gebracht hast und tschüss, bis zum nächsten Mal.